Jo Leute, Primo hier, ein neues Video am Start und ja, und somit auch das letzte Video erstmal hier zum Wintertags-Event. Allerdings in Guild Wars 2. Ja, ich werde noch zu Heiligabend, also morgen, werde ich dann nochmal ein extra Video rausbringen. Lasst euch einfach überraschen, was das denn sein wird. Und ja, normalerweise müsste ich ja eigentlich noch ein Video rausbringen hier zu Guild Wars 2, dem Wintertags-Event, und zwar das Glockenspiel. Aber ja, bei mir ist es halt irgendwie so, ich bin halt einfach übelst miserabel in dem Spiel. Und da ich euch das wirklich ersparen möchte, meine Unfähigkeit da, habe ich mich halt wirklich dazu entschlossen, kein Video dazu zu machen. Ist eigentlich halt, ja, wollte ich eigentlich nicht so machen. Ich wollte halt wirklich zu jedem Event ein Video rausbringen. Aber ich habe es schon mal irgendwie versucht, aber es war einfach so mega peinlich, dass ich halt mir gesagt habe, nee, das, das muss, glaube ich, kein Mensch sehen. Und ja, ich hoffe, ihr seid mir da irgendwie nicht böse oder so. Aber nun gut, ist halt jetzt, denke ich mal, nicht so schlimm. Und ja, wir spielen hier die Spielzeug-Kalypse, habe ich jetzt noch vergessen zu sagen. Das ist, wie ihr seht, eigentlich auch genau die gleiche Welt, die wir auch in Tix Infinirarium hatten. Beziehungsweise ist halt genau das gleiche. Also ist halt Tix Luftschiff, wo wir wieder sind. Nur hier ist es halt so, dass wir die Doljaks beschützen müssen, hier, die in der Mitte. Haben halt immer sehr lustige Namen. Und, jo. Ziel ist es halt, die zu beschützen. Dann kommen immer so ein paar Spielzeugwellen. Und, wie ihr seht, ich bin gerade fleißig am Aufbauen hier. Was Geschütztürme und so angeht und Schneemänner. Ja, ihr müsst halt immer irgendwie die Bäume zerstören und dann könnt ihr immer so ein paar Vorräte euch holen und halt damit so ein, ja, so eine kleine Festung aufbauen, sag ich mal. Belagerungsfestung. Ich finde das wirklich echt nice so, macht auf jeden Fall Spaß und hier habe ich vielleicht schon Erfolg bekommen. Nicht schlecht. No, wir müssen noch 15 Mal, also 15 Runden müssen wir noch machen. Das werden wir, denke ich, nicht schaffen in dieser Runde. Dann bekommen wir halt diesen Erfolg. Den brauche ich nämlich für die Winterpräsenz. Das ist ein besonderer Schulterskin, den man hier ergattern kann. Hatte ich auch noch vielleicht vergessen zu erwähnen, dass man sich den holen kann. Allerdings sehr teuer. Also ich weiß noch nicht genau, ob ich mir den wirklich holen werde. Weil es ist halt, wenn man sich das mal so durch den Kopf gehen lässt, eigentlich echt viel Geld, das da ja verpufft, sage ich mal. Nur halt für diesen einen Schulterskin, wobei es ja nicht mal ein richtiger Schulterskin ist. Es ist halt wirklich nur Schneeflocken, die über euch runterprasseln. Aber ich finde, das hat schon irgendwie was. Vor allem ist es halt auch wirklich, wenn man das hat, dann kann man halt wirklich immer noch so schön angeben mit. Man kann halt wirklich damit protzen, dass man halt wirklich viel Geld dafür ausgegeben hat und viel Arbeit da rein gesteckt hat. Ja, ich weiß es nicht. Ich muss mich halt nur wirklich jetzt schnell entscheiden, weil logischerweise kann man das ja nur an Wintertag machen. Also, wie gesagt, noch bis 2. Januar oder so. Ich weiß nicht mehr genau, wie lang das Event ging. Und ja. Ja, noch ist das alles hier recht entspannt. Ich weiß nun ehrlich gesagt nicht, wie lange das Ganze hier noch gehen wird. Ich habe das ein, zwei Mal gemacht, diese Spielzeugkalypse. Oder Apokalypse, sage ich einfach mal. Ich frage mich eigentlich immer, warum heißt das eigentlich hier Spielzeugkalypse? Also, es müsste doch eigentlich Spielzeugkalypse heißen, oder nicht? Weil Kalypse kommt ja von Apokalypse. So, halt.
logisch betrachtet. Keine Ahnung, warum die das so schreiben. Also, vielleicht ist es auch richtig, vielleicht irre ich mich gerade. Aber ich fand das schon immer irgendwie seltsam, warum die das halt so gemacht haben. Ja. Hier können wir noch ein bisschen was hinbauen. Wir müssen halt wirklich versuchen, den ganzen Kreis zu schließen hier irgendwie mit allen möglichen Dingen. Warum haben die hier eigentlich Eiswände hingebaut oder waren die schon? Vorne sind auch noch übelst viele. Na gut, ist vielleicht auch nicht verkehrt, auch außerhalb so ein bisschen was aufzubauen. Ja, und ab und zu kommt auch wieder unser Lieblingsgolem, der Gift oder wie er hieß. Der temperamentvolle Golem. Wo bei ihm ja so ein bisschen die Sicherungen durchgebrannt sind. Und ja, ab und zu kommt er halt mal, das ist halt, sage ich mal, wirklich die Schwierigkeit hier in diesem, sage ich mal, Dungeon. Oder diesen instanzierten Bereich. Ja gut, jetzt kommen halt ein paar Wellen. Aber es ist halt wirklich eigentlich Pipifax so, weil die Spielzeuge halten halt wirklich kaum was aus. Also die sind wirklich mit innerhalb von ein paar Schlägen mit diesem Hammer hier schon tot. Also, und dann nochmal die ganzen Belagerungsdinge hier nochmal dazu. Also das ist eigentlich, irgendwie kann man den gar nicht wirklich richtig fällen. Da muss man sich, glaube ich, richtig dumm anstellen. Also zumindest war es bis jetzt immer recht easy. Keine Ahnung, wie sich das in der Zeit noch entwickeln wird. Und ja, genau, jetzt leckt es wieder schön. Ach ja, das ist wirklich wieder toll mit Fraps. Ja, Fraps, ich wollte eigentlich nicht mit Fraps aufnehmen. Aber hab's dann doch gemacht, aber wie ihr gerade merkt, leckt es gerade ein bisschen. Da mache ich mir jetzt gerade ein bisschen Sorgen, ja. Scheiße. Ey, wieso muss das jetzt lecken, Alter? Ich raff's nicht. Puh, das ist wieder mal echt beschissen. Ja, dann mache ich mal ganz kurz einen Cut hier. So, Leute, da bin ich wieder. Ja, das ist wieder echt beschissen. Ich habe halt, wie gesagt, anfangs jetzt wieder versucht, mit Fraps aufzunehmen. Also die letzten Folgen, die ich jetzt aufgenommen hatte, hatte ich jetzt bis jetzt immer wieder mit Fraps angefangen aufzunehmen. Aber anscheinend hat es halt doch wieder nicht lange gehalten. Ich weiß echt nicht, was da los ist. Also Fraps ist wirklich so ein Drecksprogramm. Also ich habe halt wirklich gedacht, es funktioniert irgendwie wieder. Weil es lief ja bis jetzt wirklich wieder ganz okay eigentlich. Konstant 30 FPS. Na gut, ab und zu ein paar Schwankungen, aber sonst lief es eigentlich halt wirklich gut. Aber jetzt, ich weiß es halt echt nicht, was da los ist. Deswegen bin ich jetzt wieder auf mein altes Dings Aufnahmeprogramm umgestiegen. Nur da ist halt immer die Scheiße, ich muss die ganzen Videos dann wieder umrendern, weil es wieder das falsche Format ist. Ja, es ist so ein kleiner Zwiespalt, der eigentlich echt ein bisschen kacke. Warum die Videos hier eigentlich, warum man die Videos nicht in einem anderen Format gleich irgendwie aufnehmen kann, das frage ich mich. Also, das ist irgendwie seltsam. Naja, egal. Wir müssen uns auf jeden Fall jetzt mal ein bisschen mehr auf die Spielzeuge konzentrieren, weil die sind hier schon wieder gleich in der Festung. Ist natürlich nicht so praktisch. Ja, erstmal ein paar Bäume hier plätten. Und gucken, ja, da vorne machen wir mal noch ein Katapult hin. Und da ist wieder der Gift, da schnappe ich mir mal lieber ein Gewehr. Ja, es gibt noch andere Waffen hier. Es gibt noch die Pistole hier. Das ist so eine Art Mesmer-Pistole. Aber die mag ich jetzt nicht so, weil damit macht die halt wirklich nur CC. Also kein Damage. Und deswegen, nee,
bin ich jetzt eigentlich nicht so Fan von. Ich denke. Ja, genau. Genau. Alter. Und jetzt? Bin ich jetzt endgültig tot oder was? Ich weiß es nicht. Ich bin hier noch nie gestorben irgendwie. Ach du Scheiße, Alter. Wie ist denn das jetzt passiert? Ach fuck, ich glaube. Scheiße, Alter. Ich glaube, ich wurde von meinem eigenen Schuss getötet. Ich dämme. Na gut, wir können wieder von vorne resetten. Alles kein Ding. Ey, ich Idiot, ey. Ich wurde von meinem eigenen Schuss getötet. Ja klar, weil er hat ja eben gerade seinen komischen Wirbel gemacht. Und dadurch konnte er halt die ganzen Angriffe. Sind die Angriffe halt an ihm abgeprallt. Ja, es ist. Scheiße, ey. Naja, es war jetzt Dummheit. Alter, Riesengeschenk. Jo. Ich war auch. Nice. Ja, hier gibt es anscheinend immer so ein paar Geschenke, die aufplatzen. Und da drinnen sind auch wieder so kleinere Geschenke drin, die ihr dann aufsammeln könnt. Also auch nicht ganz schlecht hier. Ja, also ich hatte jetzt irgendwie fast ein ganzes Stack von diesen Geschenken. Hab die aber jetzt alle geöffnet. Weil ich halt, wie gesagt, jetzt mehr auf die Erfolge aus bin. Und ja, ich weiß noch nicht genau, ob ich. Also ich bin ja eigentlich mehr auf die alkoholischen Sachen aus und die Zuckerstangen. Die sind halt wirklich wichtig für den Erfolg. Alles andere, so Buff-Food und so, das ist eigentlich. Na gut, Schneeflocken sind auch noch drin, die bräuchte ich auch noch. Aber sonst. Na, ich weiß noch nicht. Also das Ding ist halt. Es ist einfach so viel Geld, was da verprasselt so. Also ihr müsst euch das mal geben. 7 Silber pro Geschenk und man wird hier wirklich mit Geschenken zugebombt. Also das ist wirklich ein richtiges, eine richtige Goldgrube hier. Dieses Event. Und deswegen, also bin mir echt noch unsicher, wie ich das jetzt handeln soll. Im Endeffekt werde ich wahrscheinlich genauso viel Geld wieder ausgeben, wie ich halt auch, oder genauso viel Geld wieder einnehmen, wie ich verprasselt habe. Oder so ähnlich halt. Also ich werde wahrscheinlich auch keinen Gewinn machen in dem Sinne. Ja, ich nehme mal lieber wieder meinen Hammer. Weil mit dem Gewehr können wir ja nicht die Bäume zerstören. Das ist halt der Nachteil in dem Gewehr. Und einfach mal gucken hier. Ah, hier war nichts drin. In 4 Bäumen. Ist ja mein Ding. Sonst ist eigentlich immer wirklich in fast jedem zweiten Baum eigentlich was drin. Machen wir hier mal so eine kleine Balliste hin. Ja, sieht eigentlich ganz gut aus. Wir sind zwar erst in der 4. Runde. Aber, okay, das ist die 5. Runde. Aber das ist, denke ich, echt kein Problem. Und das ist auch erst Level 1. Hm. Ja, aber sonst sieht es eigentlich ganz gut aus. Din, 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 din. Ja, ist wirklich kein Ding, so vor allem wie man sich ja jetzt auch wieder retzen kann, so, das ist halt eigentlich wirklich einfach. Ich habe halt wirklich gedacht, man hat hier irgendwie nur ein Leben oder so. Aber im Prinzip ist es wirklich total easy so. Das ist wirklich, wirklich kein großes Ding so. Ich meine, wenn ab und zu auch mal mehr von diesen Golems kommen würde, gut, würde ich jetzt auch nicht unbedingt so feiern. Aber ich meine, das wäre jetzt schon mehr eine Herausforderung, aber der Golem kommt ja wirklich nur ganz selten mal. Und hier seht ihr,
Das ist eigentlich... Eigentlich kann man sich auch getrost hinlegen, so. So einfach ist das. Oder hinsetzen. Und ja, den Rest die Arbeit machen lassen, so. Das ist eigentlich wirklich kein großes Ding. Wie viele Runden brauchen wir denn eigentlich noch? Das hatte ich jetzt wieder vergessen. Ah, okay, 11 Runden noch. Ja. Werden wir, wie gesagt, denke ich, nicht schaffen hier, weil es sind ja nur 10 Runden. Und ja. Ach so, das ist wieder unser Lieblingsspezialgolem. Der Gift. Gifti. Altes Haus. Ja, genau, vor diesem Wirbel sollte man sich ein bisschen in Acht nehmen. Da ist auf jeden Fall wieder nicht mit zu spaßen. Aber der Hammer ist auch ziemlich gut, hat auch viel CC. Was man ja auch braucht bei dem. Und stirb. Oh, armer Gift. Ja, yeah, und wieder ein Geschenk. Achso, nach jeder Runde kommt anscheinend wieder so ein Riesengeschenk. Oh, das ist herrlich. Man wird hier wirklich mit Geschenken zugeprasselt. Also. Das nenne ich mal Weihnachten, ey. Joa, ich habe mein Inventar ist auf jeden Fall richtig voll gerade. Also was heißt gerade schon? Immer übelst viel Zeugs drin, wovon ich mich eigentlich nicht wirklich trennen kann. Weil es sind halt alles Dinge, die ich irgendwie eigentlich auch brauche. Na gut, bei den Obsidian-Schermen könnte man sich streiten, die brauche ich zurzeit wirklich gar nicht so. Die schmeiße ich eigentlich immer weg. Ich wüsste auch ehrlich gesagt nicht, wofür ich die brauche. Gut, vielleicht mal... Ich habe hier vor, vielleicht auch nochmal ein Legendary zu bauen. Wo ich zwar auch ein bisschen Zweifel dran, weil es halt auch wieder mega teuer ist. Aber, ja, ich weiß nicht. Ich hatte eigentlich auch schon Bock drauf. So Leute, da bin ich wieder. Ihr habt nicht viel verpasst. Runde 7. Und ja. Musste halt gerade kurz mal einen Cut machen. Gefällt mir zwar auch nicht immer, aber was soll man machen? Wenn halt gerade mal zwischendurch irgendwas Wichtiges passiert. Wie zum Beispiel ein Telefonat. Ja. So. Spielzeug-Golems geht alle mal schön drauf hier. Ah, ein Sturmlevel. Ich weiß eigentlich nicht, was dieses Ansturmlevel heißt. Ein von zwei. Hm. Werden wir wahrscheinlich gleich sehen. Das ist wirklich zu einfach gerade. Es ist wirklich kaum Herausforderung hier, also man kann sich wirklich eigentlich getrost hier hinlegen und nichts machen. So einfach ist das. Also ich sehe wirklich nicht die Herausforderung hier. Ey, bist du dumm? Du gehst jetzt kaputt. Ich befehle es dir. Und wo sind die Soundeffekte? Okay. Komisch. Waren gerade irgendwie weg. Ach ja, da gibt die erlernsten. Alter, was geht mit dir, Junge? Bist du mad? You going mad? Alter, friss mal hier gleich mein Schneemann. Ach nee. Mein, Katapult. Hier, du Bastard. Kriegst ja erstmal volle Breitseite zurück hier. Bam. Den Arsch. Knecht. Ach ja. Ach, wir sind auch wieder gleich down. Und wieso? Ist gerade alles so komisch. Das ist gerade irgendwie seltsam. Das ist gerade richtig seltsam.
Ja, ich sehe es ja gerade selber. Irgendwie wird bei mir nichts mehr angezeigt. Wahrscheinlich auch bald ein DC, wie es aussieht. Jo. Ah, nee, doch nicht. Okay. Lol. Was war das denn eben? Auch nicht schlecht. Also bis jetzt hatte ich in so einer langen Zeitspanne schon immer ein DC sicher. Aber hier. War wohl echt noch. Hat er sich noch schnell reingefuchst wieder. Der Server. Hat er sich noch schnell ans Ufer gerettet. Der Schuft. So, zwei Runden anscheinend noch. Und jetzt steht bei Spielzeugkalypse Level 0, 0 von 2. Okay. Ist mir irgendwie immer noch nicht so einleuchtend. Plüschis, ihr müsst jetzt alle mal drauf gehen. Tut mir leid. Jetzt wird zuckersüß. Ich habe übrigens auch so ein Mini-Pad, Plüschi. Kann man sich auch jetzt kaufen irgendwie im AHA. Ich habe nur noch 18 Leben, das ist nicht so gut. Kann man sich hier nicht irgendwie hochheilen? Okay, das ist wahrscheinlich die Schwierigkeit hier. Oder das Hindernis, dass man halt wirklich sich null hochheilen kann. Wahrscheinlich. Aber da man sich ja eh wieder neu retten kann. Denke ich zumindest. Ja, ich denke auf jeden Fall, dass man sich noch diesen Plüschi holen kann. Auf jeden Fall irgendwo hier. Oh, der Schneetrache ist auch so geil. Den will ich mir auch irgendwie mal holen. Oder ne, gibt es anscheinend nicht mehr. Gab es zum Anfang dieses Events. Aber jetzt anscheinend, ja, ist er wieder weg. Aber ich glaube, beim Meta-Erfolg bekommt ihr den auch nochmal. Also könnt ihr euch, glaub ich, nochmal so ein Mini-Pad aussuchen. Ich habe den halt schon noch von ganz früher. Halt auch irgendwie von dem Event oder so. Oh mein Gott, eine Runde noch. Ja, das ist wirklich. Also ich glaube, in der Zeit hat kein einziger Doljak von uns irgendwie mal Schaden abbekommen. Also jetzt, na gut, Herzogin hat es vielleicht ein bisschen mitgenommen. Ach nee, auch glaube ich auch nicht. Das ist nur so ein. Vielleicht so ein kleiner Fehler. Ihr seht ja, die hat volles Leben noch. Ey, ich werde ja doch geheilt. Von wem wurde ich jetzt geheilt? Ich habe gerade irgendwie Regeneration bekommen. Ja. Ja, wir wechseln mal lieber auf Gewehr. Ist mir gerade. Ey! Alter, jetzt geht's hier mal richtig rund, oder was? Verpisst euch mal hier. Ich friss meine Illusion, du Bastard. Ne, wir wollten ja eigentlich das Gewehr nehmen. Oh, da ist er wieder. Gifty. Ah, jetzt kommt er auf mich zu. Bleibt mir bloß weg, ey. Haha, bist ja so schlecht. Kannst ja gar nichts. Ui, und da haben wir es auch schon geschafft. 5550 Karma gibt es nochmal. Mit Buffs. Oh, geht. Gut, ich hätte vielleicht noch die Buffs mit anmachen sollen. Oder? Das geht, glaube ich, gar nicht. Ne, können hier gar keine Buffs haben. Na gut, dann haben wir halt nur 5500 Karma bekommen. Auch nicht schlecht. Und ja. Nochmal bedanken hier. Und dann geht's auch wieder raus. Oder start. Ach so, startet jetzt gleich nochmal. Aber das machen wir jetzt nicht. Das mache ich dann offscreen.
Ja, und das Ganze ist auch random, also alles mit Random-Spieler, wie auch bei dem Winter Wunderland oder ja, den ganzen anderen Events eigentlich. Das ist ja eigentlich alles random, außer Tix Infinirarium. Und ja, das ist halt die Scheiße so. Falls ihr halt wirklich mal mit Kumpels spielen wollt, müsst ihr halt mal. Also könnt ihr halt wirklich nur hoffen, dass ihr mit Glück zusammenkommt. Müsst halt versuchen, irgendwie zeitgleich euch da anzumelden. Oh, das Ding sieht auch ziemlich cool aus, finde ich. Diesen Festtagsgolem. Ich glaube, ich habe den auch hier irgendwie. Das. Festliche Golem-Tränke. Ich finde ihn so geil irgendwie mit diesen coolen Leuchten. Ach man, wieso kann man nicht mit dem springen, ey? Das ist doch scheiße. Muss man sich ja nur Umwege machen. Ach man. Ja, also viel an sich fehlt mir auch eigentlich gar nicht mehr von den Erfolgen. Na gut. Relativ viel. War das hier? Festivals. Konfektkenner. Ja, das ist wirklich die größte Hürde, die ich überwinden muss. Den Zuckerstangen und dem Trinken hier. Also das weiß ich noch nicht, ob ich das wirklich durchziehe. Ich meine, das sind 10.000 Tränke, die man da in. Ja, trinken muss. Das ist. Also. Das muss ich mir erstmal nochmal ausmachen, die Summe. Ja, das ist einfach krass so. Muss ich mir echt mal ausmachen, wie viel das in Gold wäre. Ich glaube, nee. Also was da für ein Betrag dann zusammenkommen würde, den will man sich, glaube ich, nicht, ja, ausmalen. Ja. Auf jeden Fall fehlt mir das noch mit den. Mit den. Doljaks. Ab und zu kommen ja diese Doljaks, habe ich schon mal erwähnt. Allerdings, ja, die Spenden sind momentan sehr gering. Also müssen wir halt wieder ein bisschen warten. Bis da der Doja kommt und ja, Spielzeugkalypse, das Glockenspiel, ja, das ist, ich werde es wohl nie raffen. Also ich habe das jetzt schon so oft gemacht und bin so oft gescheitert. Ich habe echt keine Ahnung, ob ich das mal jemals irgendwie perfekt hinkriegen werde, wahrscheinlich nicht. Aber ist mir auch egal. Also dafür mag ich die anderen Events ziemlich gern. Und ja, das Winterwunderland habe ich inzwischen auch schon zwei, nee, drei, nee, sogar viermal habe ich das jetzt schon mal gemacht. Also ich habe es viermal hintereinander geschafft, ohne zu sterben. Jetzt ohne Spaß. Also das müsst ihr euch echt mal geben. Es lag halt wirklich an der Aufnahme, also anders kann es wirklich nicht dran liegen. Also, naja. Aber immerhin war es ein bisschen unterhaltsam. So, wäre langweilig, wenn es auch gleich beim ersten Mal, also im ersten Anhieb gleich klappen würde. Joa. Also ich werde auf jeden Fall das Event noch ein bisschen genießen und ein paar Geschenke absahen. Und ich hoffe, ihr werdet das auch machen. Ja, wir sehen uns dann auf jeden Fall zum letzten Wintertagsvideo. Was halt wie gesagt nicht in Guild Wars 2 passieren wird. Denke ich mal zumindest. Und ja, bis dahin, fröhliche Weihnachten. Haut rein!